Servus und herzlich willkommen bei Cheflog. Wer kennt es nicht? Es ist Sommer, es ist warm und der Biomüll stinkt wie die Pest. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr euren Biomüll, in dem Fall bei uns, den Geruch, den der Müll einfach, diese Bakterien absondern oder produzieren, wie ihr den Geruch einfach loswerdet, beziehungsweise wie ihr verhindern könnt, dass es überhaupt zu viel riecht. Als erstes möchte ich euch zeigen, wie ihr den Geruch loswerdet. Wenn ihr wie wir eine Plastiktonne habt für Biomüll, dann nehmt ihr einfach, nachdem ihr den Biomüll rausgeschafft habt, also die Tonne ist leer, eine halbe Zitrone und ihr reibt das Plaste einfach mal ein. Dann das einfach mal ein paar Minuten einwirken lassen, ausspülen und der Geruch ist weg. Das mache ich jetzt mal ganz schnell hier. Wie gesagt, einreiben, das geht recht zügig. So, alle Seiten schön einreiben. So, hier nochmal. Seite. So, man riecht es schon, es ist jetzt schon der leichte Zitronengeruch da. So, jetzt schön hier unten noch einreiben, den Boden, wo die meisten Keime sitzen. So, und man riecht es jetzt schon, dass es wirklich bedeutend besser riecht. Wie gesagt, das lasst ihr jetzt einfach kurz einwirken und nachdem ihr es einwirken lassen habt, einfach ausspülen und der Geruch ist weg. Also ich rieche jetzt schon fast nichts mehr, außer halt die Zitrone. Um überhaupt den Geruch vorzubeugen, gibt es andere Alternativen. Zum Beispiel, am besten habt ihr keinen Plastikmülleimer, sondern einen aus Aluminium oder Metall, denn das nimmt den Geruch nicht so auf. Plastik nimmt natürlich den Geruch jetzt massiv auf. Ihr könnt natürlich auch, bevor ihr den Biomüll unten reinmacht, einfach eine Zeitung unten reinlegen, denn den Geruch, das passiert dadurch, dass ihr feuchten Biomüll reinmacht. Zum Beispiel eine Filtertüte vom Kaffee, Teebeutel, solche Sachen, oder Obst, wie auch immer. Die Sachen am besten immer vorneweg in eine Küchenrolle einwickeln. Dann geht das, dann hält das länger, sodass die Bakterien sich nicht gleich so schnell verbreiten und diesen Geruch absondern. Ich habe ja auch mal euch gezeigt, ein Video gedreht, das verlinke ich euch hier oben in der Infobox, bei dem i hier oben irgendwo, hier links oder rechts und unten in der Infobox, wo ich eine Bio-Mülltüte gebaut habe oder gefalten habe. Das hilft auch sehr. Ansonsten natürlich öfter auswechseln, die ganze Geschichte. Und wie gesagt, einfach vermeiden, feuchten Biomüll zu produzieren oder hier reinzutun. Deswegen alles am besten einwickeln, entweder in Zeitung oder in Küchenrolle. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist unten Katzenstreu reinmachen, denn das saugt natürlich die Feuchtigkeit auch auf. Ihr könnt auch Backpulver reinmachen, Natron oder ihr wischt es zum Beispiel im Vorfeld auch mit Essig aus. Auch das funktioniert. Das ist jetzt die einfachste Variante gewesen mit der halben Zitrone. Das Ausspülen, ich habe das jetzt die Tonne schon ausgespült und die riecht nicht mehr. Die riecht jetzt wirklich nach Zitrone, mega gut. Und jetzt kann ich sie wieder reinstellen, kann wieder neue Biomüll reinmachen. Wie gesagt, am besten jetzt unten noch eine Zeitung reinlegen oder halt Backpulver reinmachen oder Katzenstreu und dann habt ihr damit kein Problem mehr. So, das war's mit meinem kleinen Video heute schon wieder. Das war mal nur so ein kleiner Tipp. Wie gesagt, uns ging es jetzt die letzten Jahre immer so, dass der Biomüll so riecht, so massiv. Logisch, bei den Temperaturen, Bakterien verbreiten sich sehr schnell, die Maden entstehen. Ja, und da habe ich einfach mal geguckt, was kann man machen und wollte euch einfach daran teilhaben, was wirklich funktioniert. Bei uns funktioniert es. Versucht es einfach mal, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so Probleme mit dem Geruch habt oder ob ihr andere Tipps habt, wie man es machen kann. Ja, ansonsten gerne das Video teilen, gerne das Video liken. Gerne abonnieren, das würde uns sehr freuen. Und sonst bleibt uns eigentlich nur zu sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal.